Hallo Leute, es geht weiter mit Dracula, tödliche Liebe. Ich habe ja zuletzt dieses Rätsel hier nicht geschafft. Und da hat mir der nette Tipili einen Tipp gegeben, wie ich das Ganze lösen könnte. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe das gerade schon mal angetestet, um zu gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, nach dem Dreh funktioniert es tatsächlich. Und ich glaube, ich war auch immer knapp davor, das zu tun. Hab's dann aber doch nicht gemacht. Okay, ich laufe hier erstmal einfach lang. Ich glaube, den hätte ich noch mitnehmen müssen. Mache ich nochmal. So. Lauf mal hier lang. So. Den nehme ich noch mit, damit der auch erledigt ist. Dann gehe ich hier rum. Klapper die rechte Seite ab. Ich muss aber gucken. Nehme ich mal den noch mit. Gehe hier so lang. Gehe herum. Ja, wenn ich den jetzt aber nehme, muss ich ja einen zurück. Schaffe ich das dann? Einen doppelt zu nehmen? Einer doppelt? Einer doppelt? Nein. Schade. Aber ich glaube, ich bin hier so auf dem besten Weg. Das ist ja wieder... Oh. Macht man einmal einen Schritt falsch, ne? So, den nehme ich wieder mit. Ja, Spiel, du darfst mir gerne folgen. Markierung. Hallo, Markierung. So, ich gehe hier lang. Wie gehabt? Also, dass das hier schon alleine jetzt funktioniert, darüber bin ich ganz froh. Es ist so leicht, aber irgendwie hat man manchmal so eine Denkblockade oder so. Das finde ich halt jetzt doof. Vielleicht könnte ich ja, wenn ich hier rumkomme, den auch noch mitnehmen, damit ich dieses Problem hier nicht habe. Geh mal hier lang. Ich weiß, ich darf den nicht überspringen, aber ich will mal von den Schritten wissen, wie es dann aussieht. Was denn? Ich hab's doch gemacht. Ja, komm. Nee, das macht er nicht. Okay. Weil hier nehme ich den unteren ja auch mit. So, weiter geht's. Dass ich den noch mitkriege. Kriege ich den mit? Wenn ich doch. Den kriege ich mit. Das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Yay. Oh, danke schön. Das hat super geklappt. Da bin ich sehr froh drüber. Da kommt auch gleich die nächste Runde reingeknallt. Natürlich. Aber vielleicht funktioniert es ja jetzt mit diesem Muster besser. Wenn man das so gemacht hat. Oh nee, jetzt, da muss ich den da... Nee, das sehe ich schon kommen. Das funktioniert so nicht. Warte, ich gehe mal einmal hier so rum. Sodass man die Blumen wirklich vollständig ausfüllt. Oh Gott, wo muss ich jetzt... nee, das ist ja doof. Nee, das funktioniert so nicht. Sehe ich schon. Vielleicht muss ich doch eher unten erstmal lang oder so. Ja, und jetzt? Dann gehe ich ja wieder doppelt rum. Geht nicht. Jetzt habe ich welche ausgelassen. Aber auch hier ist der Ansatz wieder gar nicht mal so schlecht. Zumindest so bis hier. Und jetzt? Wenn ich hier lang gehe, lasse ich die aus. Wenn ich da lang gehe, lasse ich die aus. Doof. Verbraucht. Ich muss es mal wieder auf eine andere Art versuchen.
Das ist aber auch gar nicht einfach hier, also muss ich sagen. Und ich finde es ein bisschen gemein, dass so viele Runden sind. Ist auch doof. Nee, ne. Und wenn ich ihn nicht jetzt rumgehe, sondern die wieder mitnehmen, wisst ihr, so. Habe ich jetzt einen doppelt gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Werde ich ja gleich feststellen. Mit 10 tue ich jedenfalls nicht mehr. Ja, das war irgendwie. So, die nehme ich so. Solange ich kein Doppelt mache, müssten ja immer noch genug Bausteine da sein. Es müssen ja schließlich alle gemacht werden. Hab ich's? Ich hab's! Wie cool, ich hab's geschafft. Yay! Vielleicht war das auch so die Art, wenn man einmal den Dreh bei diesem anderen raus hat, dann denkt man so ein bisschen um und merkt, ach ja, so kann ich's ja auch machen und das funktioniert dann auch. Sehr schön. Vielen Dank nochmal. Und dann habe ich hier noch unsichtbares Zeichen. Ich spüre hier etwas, eine reglose Präsenz, sicherlich ein Gegenstand. Vampirische Sicht. Teil des Schildes, natürlich. Haben wir jetzt bald wieder alle. 2 fehlen uns noch. Szene abgeschlossen. Wir können ja wieder zurück in die Pyramide, in den Tempel. Was eigentlich mit der Schlange? Sag mal, Pfeffer, können wir die bestimmt mit vertreiben. Aber erstmal packe ich da die Sonnenscheibe rein. Und bekomme ein Teil des Schildes, ne? Vielen Dank. Sehr schön. Gut, 9 von 10 schon. Dann haben wir das auch. Szene abgeschlossen. Sack mit Pfeffer benutze ich mal bei der Schlange. Und sie gibt mir das letzte Schildstück frei. Sehr schön. Danke dafür. Dann würde ich sagen, gehen wir genau wieder zurück in die Ritterhalle und setzen die Teile alle ein. The power of the dagger is awesome. Disturbing. It makes me feel alive. I cannot keep it long. It was created to combat the forces of evil and vampires. I feel that if I let go, it would kill me. Interesting. Helsing freut sich. Do not even think about it. Igor is watching. Hurry, we are off to Mont Saint-Michel. Master, will we come back home safe? Do you doubt my determination, Igor? The Queen will die, and Mina will be mine again. No other solution is possible. Ach so, na klar. Hat jemand eigentlich auch mal Mina gefragt? Igor loves it, when the Master speaks so. Ja, wenn er sich einfach nimmt, was er haben will. Unter anderem auch Frauen. We knew where to find the Queen. During the trip to Mont Saint-Michel, I thought only one thing. Find Mina. Warum ruckelt das eigentlich schon wieder so nervig? Ach ja. We're here. Mont Saint-Michel. The last stage of our journey. The power of the corruption is at its peak. How do we enter, Master? The door is covered with dark matter. Sieht auf jeden Fall cool aus, das Bild. Finde ich voll schön. Mache ich doch direkt mal einen Screenshot davon. So, und sammel den Senf hier ein. Was ist das? Verstellbarer Schraubenschlüssel. Ich habe hier voll viel Muscheln, eine Harpune. Was ist hier? Wimmelbild? Jo. Fernglasschuhfläschchen. Schahu, Schahu, wo ist denn der Schuh? Im Wasser, da hinten treibt er vor sich hin. Kartenschlüssel, Kompass. Schlüssel, die hängen hier, Lampe, Strickleiter, Vogel.
Der Vogel, den sehe ich da. Wo ist denn die Strickleiter? Ach, weiß ich jetzt nicht. Und die Lampe? Da kann ich das Leuchtende einfach andingsen. Zerbrochene Flasche, Zahnrad, Bratpfanne. Zerbrochene Flasche, Zahnrad. Da ist die Strickleiter. Zahnrad und Pfanne. Da ist die Pfanne. Na, das Zahnrad finde ich schon auch noch. Spule, Axt, Anker. Das da hinten ein Anker? Nö. Okay, gleich drei Sachen, die ich gerade irgendwie suche. Was ist das hier? Auch nicht. Lampe. Das ist die Lampe. Zahnrad. Nochmal ein bisschen genauer absuchen. Ist da der Anker? Das war der Anker. Also nur noch das Zahnrad. Hier. Eine Angelschnur gehört uns jetzt. Und was ist mit dem Muscheln? Igo kann die Muschel nicht öffnen. Mit dem Schraubenschlüssel? Mit einem Messer? Jo. Ach, und in den Muscheln sind die letzten Teile des Schildes. Es ist ja interessant. Na denn? Rad. Ich könnte dieses Rad abreißen, aber das könnte etwas beschädigen. Wir können es vielleicht gebrauchen. Dann damit. Rad. Harpune. Eine Harpune. Vielleicht sollten wir sie einsetzen. Mit der Dings. Harpune mit Schnur. Eine Harpune. Vielleicht sollten wir sie einsetzen. Ja, mit dem Rad. Oder was brauchen wir jetzt noch? Irgendwas anderes? Angelplatz. Dort muss es Fische geben. Ja, deswegen die Harpune. Aber irgendwie... Ach, hier. Bootsmast. Dieser Haken könnte nützlich sein, aber er ist fest mit dem Schiff verbunden. Mit Stärke vielleicht? Jawohl. So, das können wir dafür aber nicht benutzen. Schade. Ah, hier ist noch ein bisschen was zu trinken. Tor. Das Tor ist fast vollständig mit verdorbener Substanz überzogen. Die wir dann, weiß ich nicht, wie wir das wegmachen. Turmfenster. Ich könnte auf einfache Weise diesen Turm durch diese Öffnung in Form der Fledermaus infiltrieren. Dann verwandeln wir uns doch einfach mal. Hallo. Dort ist etwas Unsichtbares. Wir haben doch gar nichts mehr zu trinken. Wie schade. This sphere appears to have special properties. Corruption does not affect it. Goldener Knauf. Zahnrad. This diamond that we used to open the grave of Vladimir Obolik. Could it be that of his brother? Vielleicht. Möchtest du jetzt nach London reisen, um das Grab des Ritters aufzusuchen? Nein. Noch nicht. Erst schaue ich mich hier noch weiter um, weil ich brauche noch irgendwie was zu trinken. Dann könnten wir ja auch das Letzte noch machen. Irgendwie muss ich ja das mit dieser Harpune mal hinkriegen. Das geht aber nicht. Brauchen wir das Rad jetzt dafür? Oder wie funktioniert das jetzt hier? Ja, dann müssen wir ja anscheinend doch weg hier nochmal, oder? Dann geht das nicht anders. Da sind wir jetzt. Dann gehen wir mal hier hin. Ah, da ist nämlich noch eins. Und da ist auch was zu trinken noch. Das brauchen wir nämlich. Da oben auch. Und da auch noch. Okay, alles klar.
Hier ist unsere ganze Energie. Ich frage mich, ob das zweite Grab sich genauso öffnen lässt wie das erste. So, dann setzen wir den Stein mal ein. Und erwecken auch den anderen. Dieser Schrein ist in sanftes Mondlicht getaucht. Vampirische Sicht. Und dann haben wir hier, wie heißt er noch gleich? Erstmal nehmen wir uns das Schildteil natürlich. Und war es das jetzt hier? Oder wie? Oder was? Oder wer? Was ist mit der Kugel? Müssen wir jetzt noch woanders hin? Okay. Lassen wir einfach alles so? Ihr seid zufrieden, ne? Ich glaube ja. Wir können ja hier auch schon mal die nächsten Schildteile einsetzen, wenn wir schon mal hier gerade hin und her fahren. Und dann haben wir das Spiel ja auch fast durch. So. Jetzt können wir hier weitermachen. Mit, jetzt haben wir nämlich noch ein bisschen Stärke übrig. Stärke. Aber er setzt sie nicht damit ein, sondern womit denn dann? Was? Nee, das funktioniert irgendwie alles nicht. Posierende rote Dingskugel. Die soll hier eingesetzt werden. Ach so. Sehen nichts, um jetzt zu fangen. Gerade eben hieß es noch, dort muss es Fische geben. Ja, dann macht sie eben da drauf. The gate of the fortification is no longer prisoner of the corruption, but the drawbridge was not lowered. The opening mechanism may be damaged. I'll go check. Geht klar, dann check mal die Lage. Der Öffnungsmechanismus funktioniert nicht länger, aber ich kann hinter die Zugbrücke in Form einer Fledermaus gelangen. Natürlich. Toll, du hast die Fähigkeit Tierform 5-mal verwendet. Du hast diese Auszeichnung erhalten, Formwandler. Yeah. Cool. So, das sind 3 Stück. Einer fehlt mir aber noch. Dann können wir erst dieses Rätsel hier machen. Wo ist denn jetzt dann... Das letzte Zahnrad, frage ich mich. Hier habe ich was übersehen. Das Fass treibt unter den Ruinen der versunkenen Schiffe. Stärke? Nee, das ist ja auch nicht so ein... Ne? So, wir holen das damit raus. Haben noch einen Teil des Schildes. Ich trinken noch ein bisschen Blut und holen uns Maden. Lecker, Maden. Klar. Schön. Hier, sind jetzt wieder hier Fische da? Ja, jetzt sind da auf einmal Fische, ne? Ist klar. Plötzlich jumpen da die Fische vor sich hin. Mit der Harpune holt ihr euch jetzt mal ein paar. Und noch was zu trinken. Und das letzte Zahnrad. Und ein Teil des Schildes. Und mein Spiel ruckelt vor sich hin. Ist ja aber auch ganz egal. Ich mache einfach weiter, als wäre nichts. Teil des Brückenmechanismus fehlt. Wieso? Immer noch? Das Rad. Tada! Das kann ich dann machen. Kommt aber drauf an, wie schnell ich das mache. Oh, das ist aber nicht so ein Drehscheiß. Nein! Ich hasse Drehrätsel. Das kann ewig dauern. Ich hasse das. Nein. Nein. Wie soll das denn aussehen? Überhaupt? Dreh die Muttern, bis die Anordnung des oberen Schlosses mit der des unteren angezeigten Schlosses übereinstimmt. Ach so, so aussehen wie unten. Wenn das so ist, könnte ich es vielleicht ja noch schaffen. Ich meine, wenn ich das hier oben erstmal schön mache. Die Mitte muss aber frei sein. Die Mitte muss frei sein, Leute. So. Das obere stimmt. Nur noch das untere nicht. Da sollen so 3 beieinander sein.
Wie mache ich das? Wie mache ich das? Das hatte ich doch auch schon. Der musste aus der Ecke raus. Jetzt sind die ja alle da drüben. Ach. Tada. Boah, da bin ich ja echt froh, dass das so... Nein, nicht noch eine Runde. Das ist... Nein. Das mache ich im nächsten Part von Dracula tödliche Liebe. Wir sehen uns im nächsten Part. Im hoffentlich letzten Part. Bis dann.